Abend. Ja, ich bin's, André, ich komme ja auch regelmäßiger und würde ganz gern an ein Thema von letzter Woche anknüpfen, weil es gibt auch wieder ein spannendes Ergebnis, auch wahrscheinlich für viele, die die Mahnwache auch noch nicht so ganz kennen und auch häufiger eher auch mal dran vorbeilaufen. Kann auch gerne jeder mal dran stehen. Kann auch jeder mal stehen bleiben. Das Thema war letzte Woche, wo ich anknüpfen wollte, dass ein obdachloser Mensch im Amtsgericht eine Akteneinsicht beantragt hat, die er auch letzte Woche dann, also unter meiner Bezeugung, dann auch wahrgenommen hat. Also entgegen der vielen Aussagen, die auch im Internet kursieren, dass das angeblich nicht möglich ist. Weil den meisten wird erzählt, du brauchst dafür einen Rechtsanwalt. Das ist falsch. Grundlegend falsch. Und wer mag, ich habe die Akte, also das ist die Gerichtsakte. Und wer mag, kann gerne mit mir zusammen einen Blick hineinschmeißen. Und dann können wir hier mal offiziell und öffentlich machen wir einfach mal eine Urkundenprüfung, wo die Verfahren hier insgesamt in Hamburg und Umgebung gerne durch die Behörden falsch oder nicht ganz korrekt, sagen wir mal, ausgestellt werden. Wonach wir wiederum, dann haben wir die Möglichkeit, auch einen Einspruch zu erwirken. Denn das, was hier passiert, kann jedem passieren. Denn die Grundlage dieses Gerichtsverfahren war, nach Akteneinsicht wohlgemerkt, nach der Akteneinsicht, bitte ich mal um einen Zeugen. Wer mag, kann gerne kommen. Komm her. Also, hier liegt das Kündigungsschreiben vor. Also der Mann, der wurde aus der Wohnung rausgeklagt, ist praktisch jetzt namentlich obdachlos. Ja, da kichern sie alle, sind aber selber bedroht. Ne, brauchst du deinen Job verlieren, einmal Schulden haben? Ja, okay. Das ist die Kündigung. Und kannst du mir sagen, wer das unterschrieben hat? Oder ist da keine Unterschrift? Ist das geschrieben oder gedruckt? Und fehlt da nicht eine Unterschrift? Das ist alles Fake, ja? Ja, genau, alles Fake. Hat sie genau richtig gesehen. Und sowas findet ihr heutzutage in den Gerichtsakten. Fake. Die Grundlage des Gerichtsverfahrens ist eine Kündigung gewesen, die selbst vom Vermieter nicht unterschrieben worden ist und demnach ein gerichtlicher Beschluss erfolgt ist. Und das ist ungerecht, Leute. Unabhängig, dass es den Mann jetzt seine Wohnung betroffen hat, aber das kann morgen dein Auto sein. Das kann dein eigener Job sein. Und deswegen machen wir das, dass wir die Behörden selbst nach ihren Handlungen und auf die Gesetze selbst hin überprüfen. Ganz einfache Sache. Ist ganz einfach, dass jeder, wenn er zu schnell gefahren ist oder nicht ganz konkret weiß, worum es geht, kann jeder Einzelne selbst in der Behörde, wo der Brief herkommt, die Akteneinsicht selbst einfordern. Paragraph 299 der Zivilprozessordnung, für eine genauere Erläuterung. Nur mal als Hinweis. Weil der Anwalt für diesen Schritt, wenn du jetzt ein Problem hast, der nimmt fürs Erstgespräch 150 bis 200 Euro, ohne dass dir klar ist, ob er dein Verfahren annimmt, ob du eine Hilfe bekommst und das Letzte, ob das Ding überhaupt erfolgreich ist. Und das machen die dann mit dem zweiten Schritt, indem sie dir eine Vollmacht unterschreiben lassen und dir dann letztendlich dann mitteilen, ja, überweisen Sie bitte binnen von 14 Tagen 200 Euro, ne? Ich habe jetzt die Akteneinsicht beantragt. So, das ist der Schritt vom Anwalt, der gleiche. Der exakt der gleiche. Und was brauchst du noch machen? Du schreibst einfach einen Antrag hiermit, bitte ich, um die Akteneinsicht in ihren Räumlichkeiten. Stellen Sie mir bitte einen schriftlichen Termin zu. Nach Paragraph 299 ZPO möchte ich hier die Akteneinsicht selber vornehmen. Vielen Dank. So, und dann mehr braucht ihr nicht. Und das hat hier in Hamburg ein Obdachloser geschafft. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Gesellschaft in der Regel meint, dass obdachlose Menschen eher sowas wie Loser sind, Säufer oder sonst irgendwas. Aber eins haben die Säufer und Spinner oder wie auch immer sie tituliert werden, euch allen voraus. Dieser Mann hat selbst eine Akteneinsicht bekommen. Guten Abend. Ja, danke schön.